Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Regierungskoalition, haben Sie wirklich erst die Anhörung Mitte Oktober gebraucht, um zu erkennen, dass es erhebliche Mängel auf Sachsens Staatsstraßen gibt? Fahren Sie einfach mal mit offenen Augen durchs Land. Ihr Berichtsantrag bezieht sich auf die Einschätzung des Rechnungshofs vom 18. April 2016. Diese zeigt in seiner Kritik, kurz zusammengefasst, erhebliche Mängel. Ich bringe Ihnen mal ein exemplarisches Beispiel für sächsische Staatsstraßen aus meiner Region. Mich ärgern jedes Mal die lückenhaften Neubaustrecken der B-Straßen, wo nur 5 oder 7 Kilometer zur Fertigstellung fehlen. Immer wenn ich nach Hause fahre, fahre ich in Niederoderwitz von der B178N runter auf die Staatsstraße S128 Richtung Großhennersdorf. Dort kommen wir immer Transit-LKWs entgegen. Ich muss nach rechts ausweichen, muss aufpassen, dass ich nicht zu weit nach rechts abkomme, weil der Randstreifen 20 cm absackt. Für mich als Ortskundigen kein Problem, aber wir haben auch viele Touristen, die unsere Region besuchen. Und das ist kein Einzelfall. Es werden alle paar Monate dort die Ränder neu aufgeschüttet, die Straße wird ausgebessert. Herr Mayer, das ist kein Unsinn, da müssen Sie mal in unsere Richtung fahren und in die Richtung nach Niederoderwitz. Deshalb, sehr geehrte Staatsregierung, handeln Sie zügig, dass ein Lückenschluss nach 20 Jahren Bauzeit auf den Neubaustrecken der B-Straßen endlich erfolgt und so die Staatsstraßen zu schonen und die Erhaltungskosten zu sparen. Das Thema Vermögenserhalt bei Staatsstraßen ist auch für Sachsen von erheblicher Bedeutung und damit durchaus fürs Plenum geeignet. Schade nur, dass sich in dem Antrag der Regierungskoalition neben dem Bericht kein Handlungsauftrag wiederfindet. Die in dem Antrag aufgeworfenen Fragen kann man stellen. Entscheidend wird dann jedoch sein, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Schließlich hat der Sächsische Rechnungshof bereits eine umfassende Informationsgrundlage geliefert. Jetzt geht es um die Umsetzung und hier ist die Reaktionszeit in Sachsen nicht immer die kürzeste. Ich nenne hier nur drei Beispiele: Lehrermangel, Polizeibedarf und Breitbandausbau. Probleme werden im Freistaat leider viel zu oft und viel zu lange bestaunt und beredet, anstatt sie zu lösen, obwohl die Dringlichkeit durchaus bekannt ist. Ich hoffe, dass die Staatsregierung nun wenigstens möglichst schnell bei der Erhaltung der staatlichen Straßeninfrastruktur im wahrsten Sinne des Wortes in die Gänge kommt. Die im Doppelhaushalt veranschlagten Mittel werden dafür sicher nicht ausreichen. Deshalb wird die AfD-Fraktion für den kommenden Doppelhaushalt einen gedeckten Mehrbedarf von weiteren Millionen Euro für den Erhalt der Staatsstraßen in die Haushaltsverhandlungen einbringen. Unabhängig von den Ergebnissen des Berichtsantrages sollte die Staatsregierung doch in der Lage sein, ein wirksames Erhaltungsmanagement für den Straßenbau zu liefern. Prioritäten wie Wirtschaft und Tourismus müssen unbedingt berücksichtigt werden, nicht nur Bevölkerungsprognosen. Die Einführung der Ausbau- und Erhaltungsstrategie soll ja nun Ende 2017 kommen. Das zum Thema Reaktionszeit. Was wurde eigentlich bisher getan? Personal abgebaut und gehofft, wir schaffen das? So geht es offensichtlich nicht weiter. An dieser Stelle könnte auch einmal hinterfragt werden, unter welchen Voraussetzungen und nach welchen Maßgaben Bauaufträge vergeben werden und in welchem Umfang die Aufträge zeitgemäß erfüllt werden, ob und wie die Erfüllung beaufsichtigt bzw. die nicht fristgemäße Erfüllung sanktioniert wird. Eine effektivere Planung durch regionale Planungsbüros ist dringend notwendig. Meine Damen und Herren, wie ich es ja bereits angedeutet habe, Informationen schaden nicht. Deshalb kann die AfD-Fraktion dem vorliegenden Antrag zustimmen und wird die Umsetzung der gewonnenen Informationen aufmerksam und kritisch begleiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.